Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Anrufe mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Tag. Anne Müller, mein Name. Es geht um Ihre Anmeldung auf unserer Webseite. Aha, was ist denn für eine Anmeldung? Können Sie jetzt sprechen? Die Anmeldung auf SenseTrade, das ist eine Online-Handelsgesellschaft, wo Sie mit Kryptowährungen handeln können. Aha. Können Sie jetzt sprechen? Haben Sie ein paar Minuten? Ja. Okay. Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Hä? Das verrate bitte? Ich den fremden Leuten am Telefon. Haben Sie Interesse daran, online zu handeln? Womit? Mit Kryptowährung. Sie haben Ihre Daten hinterlassen auf unserer Online-Handelsplattform, wo Sie mit Kryptowährung handeln können. Aha. Also vom Prinzip her geht es schon wieder richtig los. Die nette Tante stellt sich kaum richtig selbst vor, will sofort eure Daten haben und labert euch direkt mit irgendwas voll, dass man da was einzahlen soll und will all eure privaten Informationen. Tja, wie wär's denn erstmal damit, wenn sie sich überhaupt irgendwie ansatzweise vorstellt und sagt, was sie überhaupt da tut am Telefon? Tja, aber darum geht's nicht. Letztendlich will man nur eure Kohle und mehr soll dieser ganze Anruf hier überhaupt gar nicht bewirken. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich nicht. Wieso nicht? Ja, weiß ich nicht. Sind Sie Sebastian Kackifein? Ja. Mhm. Sie hatten sich mal angemeldet und jetzt sagen Sie wahrscheinlich nicht. Wieso denken Sie nicht? Ja, weiß ich nicht. Klingt nach Haben Sie Interesse daran, mit Kryptowährung online zu handeln? Also, mit CFDs. Mit Kryptowährung. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge. Ja, aber Dogecoin ist doch zum Beispiel so eine Fake-Währung. Genauso das ist keine wie Shiba. Fake-Währung. Das ist eine Kryptowährung. Ja, da gibt es aber auch Fake-Kryptowährungen, wie zum Beispiel Shiba Inu. Das ist alles Fake. Okay, haben Sie Interesse daran, mit Nicht-Fake-Kryptowährungen zu handeln? Vielleicht. Oder mit etwas anderem, mit Rohstoffen. Kommt aufs Angebot an. Das Angebot ist das folgende. Wir sind eine Plattform, wo Sie selber oder selber manuell handeln können oder automatisch. Das bedeutet, der Roboter wird dann nach Ihren Vorlieben, finanziellen Möglichkeiten etc. pp. Eingestellt und handelt für Sie, ohne dass Sie dafür irgendwie Zeit auch opfern, sehr groß. Sie gehen auf die Plattform, melden sich an, machen die Aktivierung. Wenn es noch heute passiert, kriegen Sie einen 20%igen Bonus von uns, 20% von der eingezahlten Summe und können sofort anfangen zu traden. Entweder alleine, wie ich schon gesagt habe, oder mit dem Roboter. Wenn Sie noch keine Erfahrung bei der Sache haben, kriegen Sie noch einen professionellen Trader an die Seite, kostenlos, der Ihnen erklärt, wie Sie am besten an Profit kommen, in was Sie investieren, in was Sie lieber nicht investieren, ob Sie am fallenden oder am wachsenden Kurs Profite machen können und so weiter und so fort. Und danach haben Sie ein Nebeneinkommen, das sich eigentlich sehen lassen kann. Was sagen Sie? Wie hoch ist denn das Nebeneinkommen? Kommt alles von Ihren finanziellen Möglichkeiten oder auf Ihre finanziellen Möglichkeiten an, plus ob Sie mit dem Roboter oder alleine traden. Natürlich wird der Roboter dann so eingestellt, dass die Profite nicht so hoch sind, aber auch die Verluste minimal sind. Also die nette Tante, die labert hier wirklich wüstes Zeug. Also im Grunde genommen will die einem hier erklären, wenn man da so ein bisschen Geld auflädt, wie 250 Euro, dass man sich dann ein richtig tolles Nebeneinkommen aufbauen kann. Nee, so ist es eben einfach nicht. Wenn man da sein Geld überweist, tja, das Einzige, was man davon hat, ist nichts am Ende. Man hat's Geld überwiesen und es ist weg. Ein Nebeneinkommen werdet ihr definitiv mit so einem Unternehmen hier nicht erzielen. Und manuell können Sie viel mehr Profite machen, müssen aber ein bisschen mehr Zeit dafür aufopfern. Also, Herr Kackifein, interessiert Sie sowas? Weiß nicht. Schauen Sie, die Mindesteinzahlung bei uns ist 250 Euro. Wenn Sie 250 Euro einzahlen, kriegen Sie einen 20%igen Bonus. Das sind dann 50 Euro drauf. Können sofort anfangen, damit zu traden.
Die Auszahlung ist natürlich sofort möglich, sobald Sie wollen. Sie brauchen keine bestimmte Summe aufzusparen, bis Sie es auszahlen können. Und die Auszahlung ist dann im Laufe eines Tages auf Ihrem Konto. Was sagen Sie? Ja. Klingt genauso wie bei all den anderen Betrügern. Ist genau das gleiche Skript. Nee. Doch. Es klingt genauso wie bei anderen Plattformen. Einige Plattformen sind Betrüger und einige Plattformen sind keine Betrüger. Hm. Wenn Sie... Naja, sagen wir mal so. Dass wir keine Betrüger sind, sagen wir mal so, die Ja, das habe ich ja gemacht und da sind ja die Bewertungen aussagekräftig genug. Aber es was doch haben Sie denn und gegoogelt? Ja, laber nicht dazwischen, wenn ich rede. Das Skript, was du da benutzt, das benutzen alle Betrügerfirmen und ich kann ja auch sagen, dass das 100% alles Betrügerfirmen sind. Weil reale Firmen rufen die Kunden nicht an. Weil reale Firmen kennen die Gesetze und wissen, dass das Kaltakquise ist und dass auch das strafbar ist, Pippi. Mhm. Du machst dich gerade selbst strafbar. Und wann grüßen Sie mich? Tja, seitdem du nichts wert bist und ein Betrüger bist. Ich bin kein Betrüger. Doch. Ich helfe Menschen, Geld zu verdienen. Das ist krimineller Bandenbetrug. Und sogar gewerbsmäßig. Alles klar. Hm. Du solltest dich was also schämen. Also wir haben kein Interesse daran. Nee, ich habe kein Interesse daran, dass ihr meine Taschen leer macht und euch die Taschen vollstopft und dann euch mit der Kohle verpisst, so wie es mit allen Betrügerfirmen ist. Wurden Sie schon mal über den Tisch gezogen? Nö, weil ich schlau genug war, auf sowas nicht drauf reinzufallen. Aber es gibt ja leider eine ganze Menge andere Menschen. Und du wirst dich auf jeden Fall auf YouTube hören und bist das beste Beispiel dafür, dass man sowas nicht macht. Alles klar. Mhm. Und dann sollten Sie auch auf YouTube sagen, wieso Sie Ihre Daten hinterlassen haben. Auf so einer betrügerischen Seite. Ganz genau, damit ich das aufklären kann, dass dann nur Betrüger anrufen, wenn man sich auf solchen Fake-Bewerbungen oder auf solcher Fake-Werbung anmeldet. Okay. Bin ich jetzt schon auf YouTube? Ja. Möchtest du jemanden grüßen? Okay. Senden Sie mir bitte den Link dazu. Nö, mache ich nicht. Na dann. War nett, mit Ihnen zu sprechen. Wollen Sie mir noch was sagen? Ja, suchen Sie sich mal einen anständigen Job, wo Sie die Leute nicht bescheißen. Alles klar. Okay, dann schönen Tag noch. Ja, tüdelü. Und das war auch schon der erste Streich. Und der zweite, der folgt sogleich. Ja, hallo, spreche ich gerade mit Herrn Sebastian Kakifian? Kakifian, ja. Kakifian, hi, grüßen Sie. Ich bin der Peter am Apparat von Firma Fernsehfix. Ich habe ein Stöhlchen, nicht? Ja, geht so. Geht so. Sind Sie auf dem Arbeiten, oder? Nö. Bist zu Hause, oder? Mhm. Okay, gut. Ich bin der Peter. Ich arbeite als Ansprechpartner bei der Firma Fernsehfix. Und Sebastian, das ist ein Online-Trading-Investment-Unternehmen. Ich weiß nicht, wir sind die Beziehung mit dem Online-Trading-Unternehmen. Was für ein Ding? Online-Trading-Unternehmen. Haben Sie schon mal gehört? Zum Beispiel Trading Investment? Ja. Haben Sie schon mal gehört? Was haben Sie gehört? Ja, keine Ahnung, allgemein halt. Allgemein, gute oder schlechte Sachen? Ja, sowohl als auch. Allgemein, so, oder? Ja. Mega. So, schauen Sie, was ich Ihnen anbieten möchte, ist die Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt einzutreten. Okay? Wie denn? Normalerweise, ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung oder keine Erfahrung haben. Das weiß ich nicht. Aber dafür ist überhaupt gar kein Problem. Wissen Sie, das ist so. Ab 2021 an den ganzen Weltweit wurden sehr viele Roboter entwickelt. Trading-Roboter. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt einzutreten mit dem Roboter. Roboter wird sich kümmern für Ihnen angelegtes Kapital und wird Ihren Kapital in diversen Richtungen platziert. Und wenn das ganze Kapital platziert wird, wird auch mit dem ganzen Investment anfangen. Das läuft, es ist nicht so kompliziert. Sie müssen einfach eine App auf dem Handy installieren. Das was. Müssen Sie einfach dazu schauen, immer wenn Sie Zeit haben, immer wenn Sie möchten. Einfach schauen, Mindestbetrag ist es, wie viel Sie möchten, gibt es keine Begrenzung. Wenn Sie möchten, das auch mit 2 Euro können Sie das auch. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, wenn Ihre Bank das erlaubt. Alles ist legal, Sebastian. Wir sind uns bei dem BaFin anerkannt. Und ich weiß es nicht, was denken Sie?
Ja, als erstes stelle ich mir die Frage, wo Sie meine Nummer her haben. Sehr schön, eine sehr gute Frage. Beim Pencilfix, Sie haben vor 3 Monaten her eine, vor 2 Monaten, weiß ich nicht ganz genau, die haben mein Konto eingerichtet, ne? Bei dem Bitcoin-Werbung. Dort sind Sie bei dem Pencilfix angemeldet. Aha. Und da bin ich schon wieder, der gleiche Ansprechpartner. Ich möchte kurz einige Informationen mit dir zu teilen, wegen dem ganzen Thema, weil normalerweise ist das ein bisschen bekannt. Ich weiß nicht, momentan, wenn Sie zu Hause sind, ich möchte das ganz kurz einmal das zeigen. Und was habe ich davon? Ich möchte ganz kurz einmal unseren Portal zeigen. Ist das möglich? Was denn für ein Portal? Unsere Webseite, Firma, wo ich arbeite, Webtrader Fuhr. Mhm. Okay? Ja. Haben Sie einen Rechner dabei? Was, ein Rechner dabei? Ein Taschenrechner oder was meinen Sie? Nein, nein. Ein Computer, ein PC. Ja, einen PC hat man ja nicht dabei. Der steht ja. Ah, der steht. Der steht da. Okay, sehr schön. So, können Sie bitte einmal auf Google gehen, Sebastian? Ist das möglich? Ja. Gut. Dann ganz oben, da wo Internetleitung steht, ich werde ganz kurz einmal die Webseite buchstabieren. Mhm. www. Das erste Buchstabe lautet W wie Wilhelm. Mhm. E wie Emil. Mhm. B wie Bertha. Mhm. C wie Theodor. Mhm. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Mhm. D wie Dora. Mhm. E wie Emil. Mhm. R wie Richard. Mhm. S wie Siegfried. Mhm. C wie Cäsar. Mhm. H wie Heinrich. Mhm. O wie Otto. Mhm. O wie Otto wieder. Mhm. L wie Laura. Was? Ein L? Ja. L, ja. Wie Laura.com. Ja, nu? Da steht Webtrader School Online-Kurse. Sehen Sie das? Nö. Was sehen Sie da? Na, die Google-Suchergebnisse. Ja, gut. Auf die Ergebnisse. Unten da steht Webtrader School Online-Kurse. Nö, sowas steht hier auf Google nicht. Was steht da auf Google? Ja, jede Menge, aber nicht das, was Sie sagen. Das sind halt die Suchergebnisse jetzt hier auf Google. Ich lese doch die nicht alle vor. Ja, bitte. Achtung, Gauner. Ich habe mein Geld nicht mehr zurückbekommen. Hände weg von dieser Firma. Und dann nochmal auf Englisch. Hm? Das sind Anzeige. Ja, das sind ja so Google-Suchergebnisse, ja. Und dann steht hier, sehr unfreundliches und aufdringliches Personal. Auf die Frage, woher Sie meine Nummer haben, bekommt man freche Ausreden. Ja, okay. Ja. Meinen Sie, bin ich unhöflich? So weiß ich nicht, noch nicht. Was meinen Sie, Sebastian? Wenn ich unhöflich bin, ist alles in Ordnung, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin ein sehr netter Mensch. Aber Ihre Google Rezensionen sind ja jetzt nicht so berauschend, ne? Hier steht überall Betrug. Schauen Sie, überall, das sind Anzeigen wegen der Google, weil normalerweise, es gibt sehr viele Unternehmen, die auch unlizenziert sind und das ist das Problem. Ja, aber die nehmen ja die sagen ja über ihren Namen hier, ne? Also über ihre Firma. Schauen Sie, wir sind uns in 2023, es gibt sehr viele Unternehmen, auch die können auch mit dem gleichen Namen arbeiten. Das kann man nicht machen. Aha. Nur einfach muss man da Abstand nehmen, dann muss man auch mit den Leuten sprechen, das ist okay, muss man von diesem komischen Anruf und diesem, sag mal so, Verbrecher Abstand nehmen. Hm. Und von wann ist Ihre Webseite? Also wie lange gibt's die schon? Unsere Webseite ist seit 2014. Von 2014? Schauen Sie, ich bin auf diesem Bereich seit 2017. Ich arbeite hier seit 2017. Aber diese Firma gibt es seit 2014. Aha. Und warum wurde die Domain erst am 20.01.2020 gekauft? Was denn? Die Domain, die Internetdomain, Webtraders School. Schauen Sie, das ist Webtraders School, da gibt es verschiedene Namen. Normalerweise ein Unternehmen, da kann seinen Namen wechseln. Sie wissen das schon, oder? Warum sollte man denn als Unternehmen seinen Namen wechseln? Weil normalerweise das gefällt. Es gibt Leute, die das nicht gefällt. Oder es gibt Menschen zum Beispiel, die das
kopieren und die Arbeiter unter diesem legalen Unternehmen, unter dem Namen dieses legalen Unternehmens, das, obwohl das stimmt nicht. Und das hat, da wird auch der Name verwechselt. Zum Beispiel, darf ich ganz kurz, haben Sie schon mal gehört über eToro? Ja, eToro kennt man ja. Prima, so. Da, eToro ist eine von den legalen Plattformen, wo man, naja, sehr komisch sein Geld verdienen kann. Ich halte davon nichts. eToro ist vom Prinzip so, ihr kopiert das, was andere machen. Na, also ihr sucht euch jemanden aus, der gutes Geld verdient und kopiert einfach all das, was er selbst tut. Das passiert dann automatisch auch auf eurem Konto. Man kann sich hierbei die Trader manuell selbst aussuchen. Und naja, wenn man Glück hat, ist derjenige, den man sich da ausgesucht hat und man, ja, also den man da kopiert, dass der selbst auch ein bisschen Ahnung davon hat. Im schlimmsten Fall hatte der selber einfach nur gerade eine Glückssträhne und hat gutes Geld verdient und ihr kopiert jemanden, der keine Ahnung hat. Und so auch, kann man eben auch sein Geld verlieren, unterm Strich. Normalerweise, wenn Sie das auf Google aufschreiben, schreiben Sie da eToro. Da gibt es zwei eToro. Einmal der eToro.com. Und einmal der eToro.at. Der eToro.at ist ein Betrügbeispiel. Wieso ist das ein Betrug? Weil normalerweise, das ist nicht der richtige eToro. Oder haben Sie schon mal gehört über die Dritte Republik? Nö. Nee, über Dritte Republik ist mit der Hauptsitz in Berlin. Ja? Ja. Wie ist denn Ihre BaFin-Lizenz nochmal? BaFin-Lizenz? Schauen Sie. Wir sind uns nicht bei den BaFin lizenziert. Wir sind uns kein deutsches Unternehmen. Gerade haben Sie das erzählt, dass Sie von der BaFin reguliert sind. Anerkannt. Das ist etwas anderes. Anerkannt. Wir sind uns bei der BaFin anerkannt. Das bedeutet, haben wir uns. Wenn man bei der BaFin anerkannt. Nicht auftaucht, ist man bei der BaFin auch nicht anerkannt. Also hier haben wir wieder absolute Märchenstunde. Der Typ, der will uns erzählen, dass er von der BaFin anerkannt, aber nicht reguliert ist. Das ist in etwa so, als würdet ihr euren unbekannten Nachbarn anerkannt haben, aber, naja, sonst kennt ihr den Nachbarn halt einfach gar nicht. Aber ihr habt ihn anerkannt. Aha. Wisst aber überhaupt nicht, was der tut. Also entweder oder. Also das geht doch gar nicht. Ne? Also ihr könnt ja nur den Nachbarn anerkennen, den ihr auch persönlich kennt und, ja, wo ihr euch eine Meinung drüber bilden könnt. Aber wenn ihr überhaupt nicht in Verbindung mit dem steht und den noch nie gesehen habt, wie wollt ihr den dann anerkennen? Ich denke, ihr könnt mir folgen und wisst, was ich meine, ne? Der versucht mir ja gerade zu erklären, dass jemand ihn anerkennt, obwohl er noch nie bei diesem jemanden registriert war. Also bei der BaFin. Interessante Ansichtsweise. Doch, nee. Bitte. Schauen Sie, wir arbeiten schon unter einer Lizenznummer. Unter einer Lizenznummer, die bei dem BaFin anerkannt ist. Und können Sie gerne das auch überprüfen. Weil das mache ich ja gerade. Ist ja nicht der Fall. Wo sehen Sie das, wenn ich fragen darf? Ja, bei der BaFin. Da existiert ihr nicht. Und was suchen Sie da, wenn ich fragen darf? Für Ihren Namen, Ihren Firmennamen. Ja, aber das ist nicht, wie haben Sie das geschrieben? So, wie Sie es mir buchstabiert haben. Ja, wie ich das buchstabiert habe. Aber es gibt, das ist der Name von dem Portal, wo Sie anmelden. Aber die Lizenznummer ist etwas anderes. Sie wissen das schon. Ja, das weiß ich schon, dass die Lizenznummer was anderes ist. Aber euer Name müsste da auftauchen und das tut's nicht. Nee, der Name kommt erst nicht. Da muss ich erstmal die der Registernummer eingeben. Ja, man muss ja nicht nur nach Registernummer suchen, man kann auch den Namen der Firma eingeben. Also die Intelligenzbestie versucht uns jetzt hier gerade zu erklären, dass, naja, die sind zwar bei der BaFin angemeldet und haben da eine Nummer, aber nicht unter dem Namen, unter dem sie auftreten im Internet. Also das ist so, als würdet ihr Robert heißen und alle anderen Menschen würden, also und im Personalausweis steht Luise. Ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja kompletter Blödsinn. Also so wie die Plattform heißt, muss ich die Plattform auch letztendlich finden können. Ansonsten ist es nichts anderes als Betrug. Ja, aber dann sagen Sie mir doch Ihre Registernummer, okay. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie da eine haben. Dann kann ich die ja hier mal eingeben bei der BaFin. Schauen Sie, da gebe ich das ganz kurz gerne. Aber warum müssen Sie das beim BaFin angeben, wenn ich fragen darf? Na, weil Sie doch gerade gesagt haben, dass Sie da bei der BaFin eine Lizenznummer haben. Dann sagen Sie mir die doch. Anerkannt. Ja, man kann nicht von der BaFin anerkannt sein und zeitgleich nichts mit der BaFin zu tun haben. Das ist ja Blödsinn. Nein, das doch. Ist nicht Blödsinn. Aber doch. Trotzdem ist es egal. 1-3, ist es 1-3? Hm? Großes A? Hm? 3-2? Hm? Kleines I? Hm? 2-0? Hm. 511. So, und das ist jetzt Ihre Lizenznummer bei der BaFin, oder wie?
Nee, das ist der Lizenznummer von dem zypriotischen Aufsichtsbehörde. Von was? Schauen Sie, wir sind uns lizenziert bei einer zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde, nicht bei dem BaFin. Bei dem BaFin sind wir uns anerkannt. Das bedeutet. Nee, das ist Blödsinn. Man kann nicht von der BaFin anerkannt sein und nicht gleichzeitig gelistet sein. Das ist ja absoluter Schrott. Darf ich ganz kurz das erklären? Haben Sie schon mal gehört über eine Kosmetischlinie Bellavi? Was für ein Ding? Das ist eine italienische Unternehmen. Okay? Ja. Aber ihre ausgedachte Nummer existiert bei keiner Behörde, bei gar keiner. Sie können das einmal bei dem Erster aussuchen. Ja, habe ich ja gerade gemacht, auch da seid ihr nicht registriert. Das haben Sie das nicht gemacht. Naja, natürlich, sagen Sie doch nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Natürlich, ich habe es doch vor mir, ich habe es gerade gemacht. Sie erzählen mir ja lauter Müll. Wollen wir uns über den Lizenz reden, oder meinen Sie, dass ich bin in Betrug, oder was? Ja, ganz genau, das meine ich gerade. Okay, wenn Sie das so meinen, dann bedanke ich mich für Ihre Höflichkeit. Ich lasse Ihnen ganz in Ruhe mit Ihren Suchen nach dem richtigen Bohrer, das ist alles in Ordnung. Und sowieso werde ich eine E-Mail schicken mit meiner Lizenznummer. Nicht meine, das Firma, wo ich arbeite. Dann überlegen Sie sich, was Sie möchten. Aber egal. Alles Gute. Ich bedanke mich, mein Lieber, und alles Gute in Ihrem Leben. Bleiben Sie gesund, weil das ist das Wichtigste für heutzutage. Ich bin 42 Jahre alt, mein Lieber, und normalerweise nicht jeder fühlt sich so gesund ist. Ja, traurig, dass Sie dann da in so einer Firma arbeiten mit 42 Jahren. Also ich meine, Sie wissen ja, dass es Betrug ist. Nee, es ist kein Betrug. Wenn es Betrug ist, ich werde das verhaftet. Jeder, es gibt sehr viele Leute, die verhaftet wurden aus Bulgarien. Ich weiß nicht, wenn Sie das gehört haben. Jetzt wird aber bei euch dann auch mal Zeit. Alles Gute wünsche ich dir. Bleiben Sie gesund.